Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, liebe Freunde, lieber Herr Generalkonsul von Griechenland, Herr Dikilidis, liebe Kollegin Winstedt, Leiterin des Staatsamtes, lieber Stavros, lieber ihr alle, liebe Europäer, καλώς ήρθατε! Diese Veranstaltung findet statt im Rahmen der Europawochen hier in Hamburg. Und ich würde gerne Ihnen mal ein paar Worte dazu sagen, wie es dazu gekommen ist. Bitte verzeihen mir, wenn ich ein bisschen zu lang rede. Wenn das so sein sollte, macht mal einen Finger hoch und ich halte meine Klappe, okay? Also, im Oktober letztes Jahres am Flughafen traf ich zufällig auf Elisabeth Patrikin. Und ein paar Tage vorher hatte ich gelesen über das Buch, was sie gemacht hat mit einem Israeli und einem Palästina in Berlin, das Buch Kanan. Und ich fand das so großartig, diese Zusammenarbeit. Und ich sagte, Elisabeth, wir kennen uns nicht so gut. Wir hatten uns mal ein oder zweimal gesehen, aber so wie ich halt bin ich auf sie gegangen und gesagt, so, ich würde gerne nächstes Jahr zur Europawoche eine Veranstaltung mit dir machen zu diesem Thema. Und Elisabeth sagte, ja, Kalumbi, schön, aber ich bin eine freischaffende Künstlerin und ich weiß nicht, ob ich da Zeit haben werde. Lass uns mal bitte 2-3 Monate darüber vorher reden, ob es klappen kann. So, und dann habe ich sie irgendwann im Februar, glaube ich, kontaktiert und gesagt, na, was hältst du davon, wollen wir das mal machen? Und ich hätte gerne noch hinter sein Weiches dazu. Und da sagt sie, ja, weiß ich nicht, gucken wir mal. Ich habe Linda angeschrieben und gesagt, Linda, wollen wir mal was machen? Und Linda hat gesagt, Kalioppe, okay, etwas machen wir. Und so fing das alles und diese Vorbereitung zu diesem Thema und es wurde immer dramatischer, die Situation, die momentan hier herrscht in unserem Lande, in Deutschland. Also haben wir gesagt, jetzt ist nie. Und so ist diese Veranstaltung heute Abend zustande gekommen. Wir wollen darüber reden, über das Gemeinsamsein, gemeinsam an einem Tisch sitzen, darüber reden und ich persönlich sage, einfach gegen rechts aufstehen. Und ich komme jetzt noch auf einen Punkt, was ich heute Morgen als Europäerin erlebt habe und ich koche immer noch innerlich. Und ich weiß nicht, ob ich Unrecht oder Recht habe, aber das muss ich mit euch teilen. Gestern am Telefon meine Mama, 87, denkt dran, morgen zu wählen. Europawahl. Ich sage, ja, Mama, natürlich gehe ich dahin. Ja, du musst das unbedingt machen, weil wir wollen doch nicht, dass wieder sowas passiert wie damals. Er sagt, ich gehe hin. Natürlich bin ich natürlich hingegangen, heute zu wählen, bevor ich hierher gekommen bin. Und, ratet mal, ich dürfte nicht wählen. Also, Herr, ich war auswegs. Ja, ich dürfte nicht wählen. Und ich sage dazu dem Leiter, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, ja? Und zuerst, sowieso sagte der Mensch, der mir die Wahlunterlagen gegeben hat, also hier haben die alle weiße Zettel, sie haben alle gelbe. Das habe ich noch nie gesehen heute. Was ist das? Wer sind Sie? Woher kommen Sie? Und ich dachte, ich sage einfach, ich bin Europäerin. Und ich werde jetzt wählen. Und er fragt, das habe ich aber noch nicht gesehen, was ist denn das? Ich sage, Leute, ich bin Griechen. Habt ihr mitgekriegt, dass Griechenland in der EU ist? Vor 4 Jahren habe ich genau hier in diesem Wahllokal aufgewählt. Wieso darf ich heute nicht wählen? So, große Aufführung dahin, ich bleibe ungemeckert, 51 Jahre in Hamburg und ich. Und dann sagte ich, ja gut, ich telefoniere mal. Er hat dann telefoniert, keine Ahnung wohin, und dann kam, nein, ich darf nicht wählen. Ich darf nicht wählen, weil ich mich nicht angemeldet habe. Seit wann ist das denn so? Seit wann muss man als eine Grieche, die in Hamburg lebt, sich anmelden, ob sie bei der Europawahl teilnehmen darf? Das haben die mir gesagt. Ich hätte mich nicht angemeldet, also darf ich nicht wählen. Und ich war so sauer, und der Mann sagte, ja, ich verstehe das.
Und ich sage, wissen Sie was, ich gehe von hier weg zu einer Veranstaltung für Europa, komme hier zu den Arzt-Europäern und ich darf nicht wählen, was ist das denn? Ich sage, ja, ich verstehe das auch, ich kann nichts dafür, aber das ist halt so. So, das war's. Meine Stimme ist leider verloren und es ärgert mich kolossal. Und ich weiß nicht, ich muss mich darum kümmern, warum das so war. Aber ich, Corinna, weißt du das, ob man als Griechen nicht wählen darf, dass man sich melden muss, irgendwo, ob man wählen darf? Ich lebe hier. Und das kleine Europa, das wir heute haben hier in Deutschland mit euch, Griechen hier bei uns, ruckelt auch noch, wie wir gerade gemerkt haben, also es gibt noch viel zu tun. Ich erspare mir jetzt alle wichtigen Persönlichkeiten persönlich zu begrüßen, damit wir nicht zu sehr in den Verzug kommen. Ich hoffe, Sie sind damit sind mir nicht böse, wenn ich das jetzt unterlasse, was das schon macht. Ich wünsche Ihnen allen eine spannende Diskussion. Ich freue mich, dass es hier stattfindet und wünsche uns allen einen schönen Abend und gute Musik, wie ich schon gehört habe. Das wird ein toller Abend. Herzlichen Dank. Danke, Klaus. Und ich habe versäumt zu sagen, dass ich persönlich als ehemalige Vorsitzende von EU-Verein in dieser Kirche mehrere Konzerte veranstaltet haben. Diese Kirche ist mir wirklich am Herzen, habe ich an meinem Herzen beschlossen. Und vielen Dank, dass wir das alles hier machen dürfen. Und als Dank für all die viele Jahre und viele Konzerte, die wir veranstaltet haben und Hilfe für Griechenland bekommen haben, haben wir beschlossen, dass wir alles, was über die Einnahmen von diesem Amt übrig bleiben, gehen an der Suppenküche der Kirche und kommt was? Linda Sarakis hat sich bereit erklärt, 500 Euro zu spenden für die Suppenküche und die Gemeinde der Griechen in Bergedorf 200 Euro. Also, vielen Dank. Der Chef von der Suppenküche nicht da. Ich möchte mich bei Ihnen, die Sie gespendet haben, sehr herzlich dafür danken. Vielleicht zwei Sätze dazu. Wir hatten vor der Corona
Infektionswelle hatten wir ungefähr 100 bis 120 Gäste, die zu uns gekommen sind. Jetzt sind wir bei 600. Wir haben immer Donnerstag und Freitag die Essensausgabe und der Hof ist voll, alles ist voll von Menschen, die nicht wissen, wovon sie leben sollen. Insofern ist Ihre Spende sehr, sehr willkommen und ich danke ganz herzlich im Auftrag des Kirchenvorstandes, aber vor allem im Namen derer, die davon profitieren dürfen. Nochmal herzlichen Dank dafür. Und jetzt möchte ich die liebe Isabel Patricio an die Bühne bitten, genauso die wunderbare Linda Savakis, die auch in der Vergangenheit für Enrico immer zur Seite stand und mehr und öfters gespendet hat. Bitte, meine Damen, kommt zu mir. Und ich sage zu uns alle, Copiaste. Copiaste heißt, rückt zusammen. Zusammen in Europa. Und habe diese Frau, die hat mir so viel in meinem Leben beigebracht und mitgegeben.
Und natürlich auch zum Beispiel zu Themen wie Krieg. Ja, die haben mir Geschichten erzählt, die ich niemals vergessen werde und die du halt nicht in einem Geschichtsbuch nachlesen kannst. Und so bin ich eigentlich drauf gekommen, dass ich gesagt habe, Linda, lass uns unsere persönlichen Geschichten erzählen und das weitergeben heute Abend. Und dass wir auch wirklich so alle miteinander einen Austausch haben heute zu diesem Thema und eine persönliche Geschichte zum Thema Europa haben wir, glaube ich, alle hier. Das macht es ja am Ende auch aus, das friedliche Miteinander, das wir auf diesem Kontinent haben. Und ich glaube, das ist an einem Tag wie heute, wo also alle das nicht mitbekommen haben, die AfD hat es tatsächlich geschafft, die zweitstärkste Kraft. Das berührt mich. Eddie hat mich vorhin vorne draußen getroffen, ich habe gebetet, weil ich denke, wie dumm muss man denn sein, um das alles aufzugeben. Also ich bin einfach fassungslos. Also angefangen von freien Reisen, arbeiten, wo man will, dass man einfach, ich meine, ich bin noch die Kandidaten, die früher mit ihren Eltern im Auto über die Grenze gefahren ist und sozusagen immer anhand der Infrastruktur und auch der Architektur und der Landschaft gesagt, okay, wir sind nicht mehr in Deutschland, wir sind in Österreich. Aber die lange Schlange vor der Grenze, so, das ist jetzt alles selbstverständlich, da steht da niemand mehr, der den Pass sehen will und das ist schön. Und das ist ein Europa, das ist ein Kontinent. Ich glaube, das weiß man dann immer irgendwie erst zu schätzen, wenn man es eigentlich nicht hat. Also immer dann, wenn man was zu gut kennt, weiß man es nicht mehr zu schätzen und vergisst die Vorzüge oder vergisst irgendwie, was es eigentlich bedeutet, dass Generationen vorher sich eigentlich auch darum bemüht haben oder sich vorstellen konnten, dass man hier irgendwann mal den Frieden leben kann. Demokratie und Frieden. Das ist unglaublich. Und dieses Wahlergebnis heute, muss ich sagen, hat mich erschüttert, weil das bedeutet, was muss denn noch passieren? Nach zwei Weltkriegen und dem Kalten Krieg reicht das nicht? Offensichtlich nicht. So, das für die Stimmung am Anfang, nein, aber wir haben uns gewünscht, dass noch mehr Menschen kommen, dass wir richtig viel zu spenden haben. Wir haben uns ein anderes Ergebnis gewünscht. So, und das ist im Leben. Das Leben läuft nun mal nicht so, wie man sich das wünscht. Und vorher war ich auch so, Linda, ich habe extra nicht geguckt. Ich wollte das Ergebnis jetzt noch nicht sehen. Und das war das Erste, was du mir gesagt hast. Und am Ende denke ich halt, okay, jetzt hast du recht, weil genau dann, wenn im Leben die Dinge nicht so laufen, wie man sich die wünscht, was einfach oft vorkommt, umso mehr muss man dafür kämpfen, umso mehr muss man dafür einstehen. So, dein Leben ist ja, und was sehr schön ist, gesagt, es ist ja immer noch gut, sie ist ja nicht bei 20%, sondern bei 16%. Immerhin, also insofern ist es sozusagen auch, muss man es insofern positiv sehen. Trotzdem, also, diese Geschichte ist einfach ist eine schöne Geschichte und ich hoffe, dass wir davon auch weiterhin profitieren. Wenn ich dich frage, ey, was bedeutet Europa für dich persönlich, was verbindest du damit? Ach, so vieles. Also ich würde sagen, das ist das Allerwichtigste, was du ja schon gesagt hast, ist wirklich das Thema Freiheit, Freiheit. Und was immer so eigentlich ja, so selbstverständlich ist für uns. Wir können hier sagen, was wir denken, wir haben die freie Meinungsäußerung, wir können leben, wie wir wollen, mit dieser Selbstverständlichkeit. Und also ich habe mein Athen-Buch, was ich auch da vorne mit dabei habe, also ich muss dazu sagen, ich war mit 40 Jahren das erste Mal in meinem ganzen Leben in Athen, mit als Griechin, ja. Weil immer wenn ich Zeit hatte und Geld, gehe ich zu meiner Mutter und die wohnt in einem kleinen Bergdorf, 8 Stunden von Athen entfernt. Und so bin ich irgendwie in diese Stadt gekommen. Und dann war so die Idee, ich möchte ein Buch machen über unsere Metropole, die ich ja nicht mehr kenne. So. Und was mich wahnsinnig berührt hat, war, ich war in Xathia, ein sehr alternatives Viertel, mitten in Athen. Ganz viele sagen auch, das ist das Herz von Athen. Und da war ich an der Universität, wo eben viele
von euch wissen es ja, 1967 wurde in dem Land, was die Demokratie erfunden hat, wieder die Militärjunta geherrscht hat. Und ich stand vor diesem schmiedeeisernen Tor, was es da noch gibt, wo damals, als die Studenten auf die Straße gegangen sind, die Panzer durchgefahren sind über die Studenten. Und wenn du da stehst, also das war so für mich ein Moment, das hat einfach auch nochmal, das war so krass einfach, dass du denkst, jetzt war ist mein ganzes Leben so selbstverständlich, aber viele Menschen, auch in Griechenland, haben auch ihr Leben dafür gelassen, dass wir in einer Demokratie leben können. So. Und deswegen ist auch dieser Satz, sagt man ja in Griechenland, Eleftheria ist Thanatos, das bedeutet Freiheit oder Tod. Ja, die Freiheit zu haben, einfach das größte Gut ist, was wir haben. Und deswegen ist es für mich mit das Wichtigste, was wir haben. Vielleicht können wir ja ein bisschen auf diese Geschichte eingehen. Wir sind beides Gastarbeiterkinder. Ja. Also das ist sozusagen ja auch nochmal eine besondere Europageschichte, wenn du so willst. Bei mir war es so, meine Eltern sind Ende der 60er nach Deutschland gekommen. Ich habe zwei Brüder, einen älteren und einen jüngeren. Meine Eltern haben kein Wort Deutsch gesprochen. Es gab keine Deutschkurse, so wie es jetzt der Fall ist, wo quasi Menschen, die die Sprache hier sprechen, innerhalb weniger kurzer Zeit einfach gut Deutsch sprechen. Ich bin jedes Mal erstaunt, weil meine Mutter kann bis heute noch nicht wirklich Deutsch. So viel dazu zur Integration, die damals stattgefunden hat, weil eigentlich irgendwie dieses Gefühl da war, meinten sie auch immer so, ja, wir wollten ja eigentlich auch nur 2 Jahre bleiben und dann wollten wir ja auch zurück. So, es hat nicht ganz geklappt, weil sie sich dann auch gedacht haben, nee, eigentlich ist es ja doch gut hier und wir wollen ja für unsere Kinder auch eine gute Bildung haben. Und ich muss aber sagen, ich kenne viele Geschichten und das hören wir wahrscheinlich auch gleich, ich hatte relativ viel Glück. Ich durfte auf eine Grundschule gehen, wo ich keine Probleme hatte. Ich war dann auf einem Gymnasium, wo ich keine Probleme hatte. Das heißt, ich habe mich trotz des Nachnamens Zerwakis immer wohlgefühlt in Deutschland. Auch danach bei der Arbeit hatte ich nie das Gefühl, dass ich benachteiligt worden bin, nur aufgrund der Tatsache, dass ich nicht Schmidt Müller Meier heiße, sondern Zerwakis. Liegt vielleicht aber auch in Hamburg, die Weltoffenstadt. Wir haben den Hafen, es ist quasi immer Wohlbau, wir sind irgendwie immer quasi der Hafen für Fremde gewesen. Du bist ja in einem kleinen Dorf, in einer Kleinstadt, in einer Kleinstadt im Schwabenland groß geworden. Ich weiß nicht genau, wie die Schwaben finde, wir sind ja genau exakt gleich alt. So, das heißt, wir sind dann halt wirklich dieses Gastarbeiterkinder. Eigentlich haben wir die identische Geschichte. Und das Verrückte ist, dass ich das eben total anders erlebt habe als Linda, weil Linda immer zu mir, ich hatte gar keine Probleme als Griechin. So. Und ich denke, okay, krass, weil ich schon. Ja. Und also es war einfach so dieses, du hast es so schön gesagt, mit diesem Thema Gastarbeiter, das sagt ja schon auch in dem Wort, ist das Wort Gast enthalten. Das heißt, diese Menschen, die angekommen sind, wie unsere Eltern, die waren als Gäste vorgesehen und dann aber auch wieder bitte zu gehen. Und keiner hat daran gedacht, dass sie sich vielleicht verlieben werden, dass sie vielleicht einen Partner finden, dass sie vielleicht Kinder bekommen. Da hat einfach keiner daran gedacht. Das heißt, es war überhaupt, also das ist für mich immer noch etwas, was mich so wütend macht, dass ich mir denke, aber eben vielleicht auch dieses Bitte, lasst uns daraus lernen. Es ist so wichtig, dass die Menschen, die hierher kommen, warum auch immer, dass man die Möglichkeit gibt, die Sprache zu können und die Sprache zu lernen. Ja? Weil nur so kannst du dir auch Respekt verschaffen und nur so kannst du auch wirklich das sagen, was du denkst und was du fühlst. Und also darüber, meine Mutter, also ich stand halt als Kind oft daneben und habe viele Dinge mitbekommen, wie zum Beispiel in der Fabrik, sie hat in der Fabrik gearbeitet, ganz klassisch, 42 Jahre am Fließband, die macht dort.
Und dann mit 12 habe ich sie besucht in der Fabrik, das weiß ich noch so wie gestern. Und dann der Meister, der wurde immer Maestro genannt. Ja? Es waren also Italiener, Türken, Griechen, alle zusammen. Oh, Maestros. Maestros, Maestros. Okay, ich habe es auch Maestros, aber ich wusste es auch nicht besser. Ja, und dann kam halt der Maestros und ich war halt dann da und keine Ahnung, hab sie da kurz besucht, wollte den Schlüssel abholen oder irgendwas. Und dann meinte er zu meiner Mutter so, du machen jetzt das und das, sofort. Und ich stand so daneben und dachte so, ich war 12, 13, aber ich wusste, irgendwas stimmt hier nicht. Weil ich dachte, wie redet der denn mit meiner Mutter? Ja. Und dann habe ich irgendwas gesagt, ich weiß nicht mehr was. Und dann hat er so, mich so komisch angeguckt, wieso kann die denn Deutsch? So. Und es war so ein ganz komischer Moment, den ich nie wieder, also dieses, du machen jetzt das und das. Also ich dachte, wie redet der eigentlich mit meiner Mutter? Aber du bist halt 12, 13, du kannst es nicht einschätzen. Und auch in der Schule war ich zum Beispiel die einzige Griechin. Ja, die einzige Griechen in der ganzen Schule und wurde dann Griecher genannt und so. Ja, also ich habe Sachen erlebt. Ich habe natürlich nicht nur Negatives, aber ich muss sagen, in der Jugendzeit war es jetzt nicht so lustig in so einer kleinen Stadt in Süddeutschland. Und da habe ich dich ja auch so, wenn du dann von Hamburg erzählt hast, wo ich denke, oh, schön, aber so war es dann nicht. Ich wäre auch bestimmt nach Wasermann. Aber wir haben uns dann gewehrt. Ne? Also ich hatte dann auch schon im Gymnasium, weil da waren Italiener, noch ein anderer, die waren Türke. Und wenn uns in Deutschland, dann war es halt irgendwie so, was willst du denn? Also du Bratkartoffel oder so. Das war dann immer ein Klischee und der jeder hat sozusagen, das war also heute undenkbar, damals war es so, mir einen Spruch, kriegst du selber einen Spruch. Und das hätte ich mich ja nie getraut. Ich hatte das Selbstwertgefühl nicht. Ich habe früher, man kann es nicht vorstellen, weil ich kann ja ohne Punkt und Komma sprechen, aber ich habe einfach kein Wort rausgebracht. Ich war super schüchtern. Ich war halt das totale Opfer auch. Das muss man halt auch dazu sagen. Ich meine, ganz viele Tiere da einfach ein Opfer. Und am Ende, ja gut, denke ich mir, hat mich das einfach viel stärker gemacht, so diese Rolle zu haben. Weil mir klar war, also wenn es dir jetzt nicht egal ist, was die anderen über dich denken, dann gehst du unter. So, das heißt, es war mir auch immer wirklich egal, was die Leute gedacht haben. Aber ich hatte nicht das Selbstwertgefühl. Und wann hat sich das geändert? Also ist dann, als du dann Ausbildung gemacht hast, gar nicht? Als ich nach Kreta bin. Ich bin mit 18 bin ich nach Kreta gegangen. Und also müsste ich mich so vorstellen, griechische Mütter haben Kinder. Und am liebsten, bis sie verheiratet sind, bleiben sie zu Hause. So, das ist das Klassische. Und ich war 18 direkt nach meiner Ausbildung als Fotografin und ich wusste noch gar nicht, ja, mit mir wohin. Ich wusste nur, ich muss hier raus. Ich muss aus dieser kleinen Stadt raus. Das war das Einzige, was ich wusste. Und dann habe ich ein Erasmus-Programm, weil natürlich es muss auch irgendwie finanzierbar sein. Und da habe ich dann halt gesehen, Kreta im Agro-Tourismus, also alternativer Tourismus. Dann halt die Möglichkeit. Und dann habe ich es meiner Mutter gesagt, dann hat die ein paar Monate lang geweint. Am Stück. Ich bin nicht krank, ich werde sterben, ich gehe einfach nur nach Kreta. So. Und wir haben dann niemand, also keine Familie und nichts. Und für sie war das so, das tut mir leid, doch nicht. Ich meine, Kind, es ging, es war wirklich das Ende, es war das Allerschlimmste. Es war jetzt wirklich die in diesem, man denkt mal, mein Kind. Ja, das war die Hölle, das war wirklich die Hölle. Und da, ich sag dann auch nochmal so, für mich fühlt sich das so an, dass da mein Leben, hört sich so doof an, aber für mich war das so, mein Leben hat da angefangen. Also mein Leben hat wirklich in Griechenland auf Kreta angefangen, weil ich da halt wirklich dieses auch wieder frei war. Ja, ich war frei, ich musste nicht in irgendeine Rolle, die ich vorher schon hatte, oder mich dafür rechtfertigen, sondern das war alles neu. Ja. Aber warum bist du dann zurückgegangen? Also auch wegen deiner Mutter wahrscheinlich? Nee. Nicht weil ich das ist eigentlich ja auch immer so, alles ist halt was Wenn wir sie jetzt gehört hätten, hätte sie jetzt auch gedacht, das kennt mich ja. Nee, warum bin
mich zurück. Ich wollte eigentlich kurz wieder nach Deutschland zurück. Und ich habe dann schon auch gemerkt, so dieses, es war natürlich schon auch dieses, ich habe die Fotografie wirklich geliebt. So, also ich habe durch Zufall, bin ich mit 16 an diese Ausbildung gekommen, wirklich durch totalen Zufall, ich wusste gar nicht, was es ist. So richtig, ja, Fotos machen klar, aber was bedeutet es? Und in Griechenland war ich halt, habe ich im Tourismus gearbeitet, im alternativen Tourismus, was auch sehr spannend war. Und da musste ich ja zum Beispiel ganz viele Menschen interagieren. Und ich musste, wir haben Reiseführungen gemacht und so weiter. Und da hat so angefangen, eigentlich mein Selbstwertgefühl sich zu stärken, so dass es doch ganz okay ist, was ich sage und mache. Aber die Fotografie, also mein Beruf, hat mich da schon mal wieder so angetrieben. Und dann bin ich kurz nach Deutschland, um meine Mutter zu besuchen. Und wollte eigentlich, wie gesagt, nur kurz, und hatte aber die Möglichkeit, in dem Bereich weiterzumachen. Hat sich so ergeben und deswegen bin ich nicht mehr zurück. Ja. Und danach, also wenn du sagst, du hast da dein Selbstbewusstsein gefunden, wie war das denn, als du deine Ausbildung, also sozusagen das Erwachsenenalter, hast du dich dann immer noch anders gefühlt, ausgeschlossen gefühlt oder war das dann weg? Nee, es war dann tatsächlich weg. Also ich bin dann auch nach Stuttgart, so schon auch eine etwas größere Stadt, ein bisschen mehr Mischung ist an Menschen. Es war mir dann auch, ich habe das auch gar nicht mehr so beachtet. Wie gesagt, es war so dieses, ich mache mein Ding und ich versuche da mein Bestes zu geben und so zu sein, wie ich bin. Und entweder das passt jemandem oder halt nicht. So, und ich glaube, das macht natürlich, je mehr Selbstwert du mit dir selber hast und je klarer du mit dir bist, umso weniger Angriffsfläche bietest du natürlich auch. Ja? Umso weniger hinterfragt man irgendwelche Sachen, ja, wenn du ein Standing hast. Aber das musste ich halt erstmal lernen. Und das hatte ich dann da so immer mehr gelernt. Und ja. Das ist spannend zu hören. Also ich hatte eben gerade gesagt, eigentlich hatte ich das nie und ich hatte irgendwie das Glück, dass ich überall alle Jobs, die ich gemacht habe, hatte ich keine Probleme. Ich fühlte mich total gleichberechtigt. Und dann bin ich jetzt zur Tagesschau gekommen. Und dann war ich auf einmal die erste Sprecherin mit Migrationshintergrund und dachte so, warum war ich jetzt so ein Stempel? Den hatte ich doch vorher gar nicht. Aber ja, gut, ich bin ja mein, aber so, aber dann nur kurz und dann, ich sage ja mal bei Susanne Daubner, als die in den 80er Jahren gekommen ist, war es die erste braunhaarige Tagesschau. Ich weiß nicht, wie das besser ist. Aber also das Ganze, irgendwann habe ich mich mal hinterfragt, habe ich den Job jetzt eigentlich nur bekommen, weil ich diesen Migrationshintergrund habe, aus dem ich vorher überhaupt keine extra Klasse draus mache. Also ich war irgendwie hat mich das total genervt und es war so komisch. Und dann musste ich ja so meine ersten Interviews geben, dann weiß ich, dass der Spiegel mich gefragt hat, wie fühlen Sie sich denn? Also fühlen Sie sich mehr als Deutsch oder mehr als Griechin? Und das ist immer eine Frage gewesen, wo man sagt, ja, sowohl als auch. Und dann dachte ich, man muss ja in Bildern sprechen und habe dann wieder geantwortet, ich fühle mich wie Gyros mit Bratkartoffeln. So, und das ist eigentlich, und dann habe ich das auch verstanden, weil am Ende sage ich ja, ich bin, da sind wir jetzt beim Thema, ich fühle mich als Europäerin. Und das ist halt das Schöne, in dem Moment, wo sozusagen keine Grenzen da sind, kann ich das sagen und es fühlt sich genau richtig an. So, und das ist so dieses Heimatgefühl, ist auch schwer zu beschreiben, weil der Heimat habe ich heute Morgen schon auf die Fragen geantwortet. Da war ich im Museum für Kunst und Gewerbe und da gab eine Veranstaltung zur Stadtschreiberin. Und da bin ich jetzt auch gefragt worden, Heimat ist für mich eigentlich da, wo ich meine liebsten Menschen habe. Und das ist eigentlich gar nicht an einen Ort gebunden, sondern da, wo ich mich wohlfühle, was halt ganz viel mit den Menschen zu tun hat, die um mich herum sind. Was bedeutet ihr Heimat in dem Zusammenhang? Ja, im Grunde genau das, was du gesagt hast, Linda. Und dann immer wieder diese Frage, was bist du? Und dann habe ich halt nicht gesagt, okay, an erster Stelle bin ich ein Mensch, so. Und an zweiter Stelle fühle ich mich als Europäerin. So. Und ich
Das ist zum Beispiel auch so, von wegen hier die Vorteile von der EU, ja, dass man sich einfach gar nicht mehr entscheiden muss, dass man wirklich sagt, ich fühle mich als Europäerin. Und ja, deswegen, ich kann es schon auch, also Heimat ist auch so ein großer Begriff so, aber ich sag mal, du kannst ja der tollste Ort auf der Welt und du bist alleine und einsam, davon hast du nichts. Ja? Also die Menschen machen einen Ort zu einem guten Ort und zu einem Zuhause. So. Und deswegen eigentlich darum, die Menschen sind, die man liebt, ja, die einem wichtig sind. Ja, das glaube ich auch, das, was wir heute wieder sehen, dieses, es darf halt nicht selbstverständlich sein. Weil immer wenn irgendwas zur Selbstverständlichkeit wird, dann vergisst man die Vorzüge oder vernachlässigt sie. Und das darf irgendwie nicht passieren, weil es einfach so ein toller Kontinent ist. Du hattest ja aber, weil du gesagt hast, ein Moment war ja bei dir auch mit diesem Thema die Aufenthaltserlaubnis. Davon haben wir heutzutage auch drüber gesprochen. So von wegen, ja, man vergisst das. Weißt du, man vergisst solche Momente. Stimmt, das war, also bei mir war es mit 16. Mhm. Ja. Und ich musste meine Aufenthaltsgenehmigung, das war hier noch, da wo jetzt das als Deutschstaater ist, überhaupt, da war die Ausländerbehörde, da musste man hin. Und das hatte ich irgendwie vermasselt und war dann ein halbes Jahr später da. Und ich jetzt nicht auf die Einzelheiten. Es war nicht sehr schön. Ich habe, weil ich ein halbes Jahr zu spät da war, eine Sprache bekommen und habe nochmal eine befristete bekommen. Und keine unbefristete, sondern eine befristete von 5 Jahren. Und da dachte ich, das war ein Moment, der mich fertig gemacht hat, weil ich dachte, Moment, aber ich bin doch frei. Wo ist denn diese Freiheit, die ich bislang uneingeschränkt nutzen durfte? Die wird jetzt beschränkt auf 5 Jahre? Das kann doch nicht sein. Und das war wirklich so, als hätte jemand mir Hände an den Hals gelegt und ich war so, das glaube ich nicht. Und danach habe ich eine unbefristete bekommen und das war mir ganz wichtig. Ich habe mir diesen Termin eingetragen, weil ich dachte, das setze ich nicht nochmal aufs Spiel. Auf gar keinen Fall, dass ich mir nochmal Fesseln an die Hand lege. Das will ich nicht. War das bei dir entspannter? Natürlich war es nicht entspannter. Und ich weiß eben nicht, auch wieder wie dieses mit Kalliope vor mit der Wahl, liegt es auch an den Leuten, die dann gerade da sind? Ich hab keine Ahnung, also bei mir war es eben auch befristet, die Aufenthaltserlaubnis, und das ist, ich sage euch, so ein mieses Gefühl, wenn du 16 bist. Und wir mussten ja auch alles alleine machen. Ja? Also wir haben ja eher für unsere Eltern, die Briefe fürs Amt, für den Amtsgeschichten oder so, das musste ich, was weiß ich, musste nämlich mal 12 Rentensachen mal wieder vorlesen. Ja, ich habe nicht verstanden, was ich da lese, aber ich habe es getan. Das heißt, du warst also mit 16 und es gab nämlich ChatGPT, ein vereinfachter Satz in einer normalen Sprache. Aber wir mussten ja das vorlesen. Und dann halt mit 16 für so eine Sache alleine auf das Amt, so, und dann sitzt du halt da und denkst, ich bin ja hier zur Schule gegangen und alles. Ja? Also es ist so normal, dass man hier ja auch sein Zuhause hat, logischerweise. Und dann sitzt da jemand beim Amt und du weißt nur, okay, du musst da jetzt hin, weil du irgendwie einen Ausweis machen musst, weil du wieder anders bist als die anderen. Und da weiß ich noch, du saß da so ein Typ da, der dann ganz wichtig, der ganz kleine Tier, das mit 16, kann man jetzt auch nochmal so draufhauen und dann so, ja, Frau, also mein Name konnte natürlich, ich habe mal versucht, den zu lesen. Ja, dann müssen wir mal gucken, ob wir hier einen Deutschtest machen müssen. Auch Momente, die du nicht mehr vergisst und du denkst so, hey, also muss ich jetzt mal einen Aufsatz schreiben oder was? Also du checkst das einfach nicht. Und das sind eben so Momente, wo man so, ich bin so dankbar, dass wir sowas nicht mehr brauchen. Ja? Das ist auch die EU. Also EU, die Vorteile sind ja nicht nur, dass man sagt, natürlich wirtschaftlich müssen wir nicht darüber reden. Das ist ja auch ganz viel nicht bewusst. Wir werden am Ende, mal abgesehen davon, größter Binnenmarkt weltweit Europa. Deutschland profitiert mit am meisten davon. Und wir werden am Ende, wenn es das nicht geben würde, so, also nur mal so wirtschaftlich, aber unabhängig davon, jeden Tag haben wir so viele Dinge,
die wir automatisch so selbstverständlich auch wieder bei diesem Punkt haben, die eben nicht selbstverständlich sind. Oder wahr. Oder wahr, genau. Wir haben halt auch noch andere Zeiten erlebt. Und da auf dieses Niveau, ja, von wegen hier manche Parteien, die dann irgendwie hier Austritt aus Europa oder Währung oder sonst was, das ist einfach ein Wahnsinn. Und auch da wollte ich nämlich auch nochmal vorsagen, mit dem hier gegen Europa, diesen Menschen ist überhaupt nicht bewusst, auch dieses, warum hat man das eigentlich angefangen? Also warum ist Europa entstanden, warum ist die EU entstanden? Und die ist einfach auch, und mit der Hauptgrund ist Frieden, ja? Weil wir Menschen, wir unterschreiben Friedenspapiere, Verträge, und die sind, am Ende sind sie nichts wert. Muss man wirklich sagen, Friedensverträge sind schön und gut, aber wirklich was wert sind sie nicht, deswegen wäre es um uns herum passiert. Und das Einzige, weil wir Menschen komische Wesen sind, was Wert hat, ist, du hast eine positive Abhängigkeit wirtschaftlich. Das ist das Einzige. Ja? Wenn wir wirtschaftlich abhängig sind voneinander, dann ist kein Krieg. Und bis jetzt hatten wir davor in Zentraleuropa immer Kriege. Und seitdem wir die EU haben, nicht. Und es ist einfach diese Abhängigkeit voneinander, die wir Menschen anscheinend brauchen. Also es gibt ja eben auch diese positive Abhängigkeit, weil so ein Friedenspapier, ja, das ist es wert. Und das vergisst man einfach, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass wir halt einfach hier im Frieden zusammenleben können. Aber natürlich, das was um uns herum alles abgeht und los ist, holt uns ja auch immer mehr ein. Also es ist ja jetzt nicht so Europa, wenn wir das hier für uns hinbekommen, dann ist alles gut, sondern natürlich müssen wir ja auch über unsere europäischen Grenzen hinaus Dinge hinbekommen, weil sonst, ja. Ich muss noch einmal, weil du über die Aufmerksamkeit, über unsere Aufmerksamkeit gesprochen hast, hast du inzwischen einen deutschen Pass? Ja. Mit 40 auch. Es fällt mir gerade ein, ich war mit 40 das erste Mal in Athen als Griechin und mit 40 habe ich einen deutschen Pass. Und ich habe den damals nur beantragt wegen den Rechten. Also weil ich einfach wählen wollte. Also es war der einzige Grund, jetzt nicht gemacht. Ich hätte den deutschen Pass nicht beantragt, weil es mir war es egal. Ja? Also ich brauche nicht einen Pass, wo draufsteht, was ich bin. So. Mir war es wirklich egal. Für mich war es, ich möchte wählen können. Nur aus diesem Grund habe ich das gemacht damals. Aber diesmal musstest du zu Deutschland sein. Das war das mal einfach, oder? Ja, weil also, alle wussten ja. Ja, nee, also ich musste es nicht machen. Ich musste kein Deutschland machen. Ich hätte, glaube ich, jetzt meine ganze nicht beantwortet, den vor den Füßen geht gleich. Ich habe ja auch ein Lektorat, okay, aber es geht, ja. Ja, aber Bücher sind das Stichwort. Also du hast, vielleicht ist ja die Fotografie auch ein Weg der Freiheit für dich, sozusagen durch Bilder Geschichten zu erzählen. Wie bist du dann dazu gekommen, deine Bücher zu machen? Und was hatte das für einen Grund? Ja, es sind ja Kochbücher, die ich mache, so, und irgendwie, also für mich hat dann der Porträtbereich angefangen und was ich halt immer geliebt habe, waren Menschen und halt gutes Essen, so, diese Kombination. Und so wie ich dann auch immer sage, dass ein gutes Essen, also ein Teller mit einem selbstgekochten Essen, hat eine Geschichte, weil natürlich ein Mensch das Essen gekocht hat. Und das ist eigentlich nur das, was mich so bei allen so antreibt, die Geschichten. Ich liebe es, Geschichten zu erzählen, auch zu erzählen. Ich mag es auch zu erzählen, okay. Aber ich höre auch sehr gerne zu. Ja, im Grunde hat mich das mal so angetrieben. Und natürlich auch dieses Thema mit diesem Thema Miteinander. Das kannst du natürlich mit diesem Thema Essen, finde ich auch oft, ohne mit dem Zeigefinger, ich bin jetzt total politisch, ja, oder total die Aktivistin, das bin ich gar nicht. Aber alles, was wir tun, jedes Wort, was wir sagen, jede Handlung ist politisch. Jeden Tag, alles, was wir tun, ohne dass man da jetzt ein großartiger Politiker oder Aktivist sein muss. Es gab da ja auch insofern, jetzt drehe ich ein bisschen weiter, weil Essen ist ja am
Ende, was verbindet. Also ja. Den kennt es ja aus Griechenland, man hat den großen Tisch, es kommen alle zusammen, egal ob Feuerwehrmann, Arzt, Krankenschwester, es ist ein alle an einem Tisch und man tauscht sich beim Essen aus. Und uns wurde ja auch im Kammerviertel gearbeitet und als die Flüchtlingswelle waren, gab es dort ja auch Veranstaltungen für die Flüchtlinge, die hier waren. Erzähl mal von der Gelegenheit, weil das ist eigentlich auch eine schöne Geschichte, die am Ende ja auch zeigt, dass man ja, über das Essen braucht man nicht die Sprache, man braucht irgendwie, oder Essen verbindet. Du hast in den Weinblättern? Ja, ja, das war also die große Flüchtlingsrallye, da haben viele Menschen, das ist dann Gartendeck. Die haben dann, also ganz viele haben ganz viele verschiedene Dinge gemacht, so um einfach den Menschen zu zeigen, ihr seid hier willkommen. Und da gab es dieses Gartendeck auch, die gekocht haben, also die gesagt haben, wir kochen zusammen, wir essen zusammen. Und da habe ich habe das ein bisschen dokumentarisch begleitet und ich habe im Vergleich zu den anderen dort super wenig gemacht. Also da gab es wirklich Menschen, die sind wirklich mit denen zum Amt, die haben denen Wohnungen besorgt. Das war Wahnsinn, ja. Und das, was ich geben konnte, war, ich sag mal so, da sein und sagen, ihr seid hier willkommen, so, und ihr seid hier nicht allein. Und da haben wir einmal, was wir, die Frauen da, das waren Frauen aus Afghanistan, Syrien, überall ganz gemischt und die haben Weinblätter gemacht, Weinblätter gewickelt. Und dann dachte ich so, dann helfe ich mal mit. Und dann habe ich mich mit dazu gestellt und eben auch diese Weinblätter gewickelt. Und die dachten, ich bin Deutsch. Und die dachten, krass, dass die Deutschen so Weinblätter wickeln können. Und dann kam man raus, ja, ich bin Griechin. Und bei uns, also bei uns im Dorf ist es auf jeden Fall so, dass man sagt, du musst als Mädchen, hat man früher gesagt, so alt bin ich schon, du musst als Mädchen Weinblätter wickeln können, damit man dich verheiraten kann. So, das heißt, ich habe es wirklich direkt gut gelernt. Also es hat nichts gebracht. Ich habe nie geheiratet, ich habe mich durchgestellt, ich weiß nicht, wie ich zu einem Mann gekommen bin. Ich habe es nicht, das ist geil. Und dann hat es nicht geheiratet, ich habe es perfekt, aber nie geheiratet. So. Aber zum Aufhalt wirklich danke. Und es war für mich so ein Moment eigentlich auch wieder, was gezeigt hat, weißt du, dass wir haben zusammen gekocht, wir haben die Sprache für den anderen nicht gesprochen und trotzdem haben wir miteinander gesprochen. Ja? Über dieses Thema Essen. Und ich habe so oft genau solche Momente gehabt, oder mit diesem neuen Buch von Israel-Palästina, mit Ost aus Israel und Jadid aus Palästina, auch so ein Herzensprojekt von mir, weil es natürlich in meiner Welt, in unserer Welt, total selbstverständlich ist. Es ist völlig egal, wo Menschen herkommen, welche Religion sie haben, welcher Glaube, dass es darum geht, Mensch zu sein. Und man merkt aber immer wieder, wenn man was macht, dass es eben ganz viele Menschen gibt, die ist nicht egal. Ja. Und als das Buch erschien, 3 Wochen vorher war der Terroranschlag. Also 3 Wochen bevor dieses Buch veröffentlicht wurde. Und da waren wir in Griechenland. Also war ich mit meiner Freundin in Griechenland und dann haben wir das da erfahren und das war so krass, weil ich habe dann mit Janil, der halt direkt in Israel lebt, telefoniert, Ross ist hier in Berlin. Und also das war wirklich, dass ich dachte, jetzt haben wir dieses 2 Jahre dieses Buch gemacht. Ja? Und jetzt, wir wissen ja, das ist ja jeden Tag da, das ist ja nichts Neues. Aber das hat nochmal so eine andere Dimension gehabt, das Ganze. Und dieser Austausch, wie sie mir halt erzählt haben, über ihr jetzt wo Familie, Freunde haben bekommen, dass wir das Buch machen. Also wir haben ein Restaurant in Berlin zusammen und eben jetzt auch dieses Buch. Und dass es wirklich Familienangehörige gab von beiden Seiten und Freunde, die gesagt haben, wenn dieses Buch erscheint, ja, jetzt in der Situation bringt ihr so ein Buch raus, dann sind wir fertig miteinander. So. Und ich saß da und dachte so, ich habe dann auch gesagt, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, ja, aber für mich war auch klar, wir können nicht 3 Wochen vorher, kann ich habe es gar nicht mehr gelernt. Also ich glaube, ich hätte, wenn ich es gelernt gehabt hätte, gesagt, wir machen es nicht jetzt, weil kein Buch der Welt
Experte ist, dass Familienangehörige, Freunde sich von, und ich bin ja nicht aus dem Jardin, weißt du, ich bin ja da quasi fein raus. Und ich bin so froh, dass ich diese Entscheidung nicht hatte, weil das Buch ist rausgekommen und ich habe echt Angst gehabt, was da jetzt passiert. Und natürlich gab es auch viele negative Reaktionen, aber es gab auch so viel Tolles, überwiegend, also weltweit, das war New York Times hat darüber geschrieben, CNN hat darüber mit den Jungs ein Interview gemacht, ein Live-Interview. Also es war in Berlin, waren sie beim Steinmeier eingeladen, das fand ich auch total toll, ja. Also es war auch nochmal so für Ossinger natürlich total schön, so dieses, wir werden gehört und werden gesehen, was wir machen, weil das ist nicht, es ist der Anschlag und wir machen das, sondern das macht seit Jahren, kämpfen die dafür und treten die dafür ein, für diesen Frieden. Und ja, das, und das sind alles, wie du sagst, das sind ja nur Kochbücher, aber ja, kannst du, also für mich sind es halt eben nicht nur Kochbücher, weil ich halt immer versuche, die Geschichten von den Menschen einzunehmen und ja. Ja, und es sind Bücher, die halt über Grenzen hinweg denken. Ja. Und das ist das Schöne. Und da sind wir wieder bei Europa. Ja. Jetzt haben wir so viel geredet, jetzt weiß ich gar nicht, ob wir vielleicht erstmal sagen, wir machen jetzt eine Pause und gehen über in den musikalischen Teil. Dann ja, okay. Die Uhr ist halt einfach aufgehalten. Das machen wir. Wir machen jetzt, also es gibt jetzt Musik, dann gibt es eine Pause. Ruhe was trinken und essen soll und es gibt danach sozusagen noch hier in einem, wie bei Ihres Nacht, ne, mit dem, wenn Sie da sitzen und Bierdeckel, wir haben heute keine Bierdeckel, weil wir in der Kirche sind, ein bisschen Anstand haben wir auch noch, gibt es Karteikarten. Genau, wir müssen kleine Karteikarten in die Schüfte geben, dann ist da hinten, dann da, ach so, da, links, da, also da hinten links sind Karteikarten, Stifte. Und was wir total schön finden, stellt uns Fragen, was ihr gerne wissen wollt, so dass wir wirklich, wir möchten ja nicht als Einzelne hier jetzt nur sprechen, sondern auch so gerne einen Austausch haben mit euch. Also schreibt uns gerne Fragen auf, wo wir nachher so eine kleine Miteinander-Fragerunde machen. So, sehr schön. Und Ecke, kommst du nochmal, was du jetzt nochmal die Musik an? Das ist traurig. Aber ich wollte auch nochmal sehr schön. Danke, erstmal. Ich habe das auch vorne kurz gehört und ich muss wirklich sagen, also nämlich Elias und Costa, das sind die drei Musiker, die heute da sind. Und ich möchte euch sagen, danke, dass ihr da seid. Να πήγε τελούσου στο δευτέρι.
verfolgen zu erholen. Lieber zu mich nicht da. Da hieß die Kassu nicht die da. Pierre Fimas, ich just noch sehe. Ich darf erfahren, wie ich I'm
μεγάλη αγάπη και ευχαριστούμε γι' αυτό τη μεγάλη ζεστή αγκαλιά σας. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Möchte ich auch etwas sagen, auch im Namen meiner Kollegen hier, die Lieder, die wir jetzt spielen, sind für alle Kinder gewidmet, die in Kriegen gestorben sind.
Ja, mitzwingen. Oh,
Thank you.
Oh,
Erlaubt jetzt, heute Abend ein paar Worte zu einem Projekt zu sagen. Bitte schön. Dankeschön, Kalliope. Also erstmal heiße ich Hans-Jürgen Menzel-Prachner und zweitens bin ich Vorsitzender des Ida-Ehre-Kulturvereins. Eine Stiftung hätte richtig viel Geld und das haben wir nicht. Also ich bin seit langer Zeit, als ich Kalliope kennenlernte, mit griechischen Freundinnen und Freunden unterwegs auch. Also Kalliope habe ich gesehen im Fernsehen bei Günter Jauch. Wie lange ist das her? 10 Jahre? 20? Irgendwas sowas? 11? Okay, sag ich ja. Und da habe ich dann gedacht, also Kalliope, die muss ich mal in ihrem Lokal aufsuchen. Und weil das einfach so eine taffe Frau ist. So. Eine kleine Anekdote, ich bin auch mal in Griechenland gewesen, in Kisera, saß da am Ufer und guckte verträumt aufs Wasser. Es setzte sich ein älterer Herr, so wie ich, neben mich und fing an mit mir zu sprechen. Und zu sprechen und zu sprechen und ich wollte zwischendurch mal sagen, dass ich nichts verstehen könnte. Und er sprach und er sprach und er sprach und dann habe ich bei ihm so kurz Halt gesagt und dann konnte ich mich verständigen, dass ich nichts verstünde. Und er sagte, das macht nichts. Und hat mir dann die Hand geschüttelt. Also, das war mein schönes Erlebnis in Kisela. Ich wollte Ihnen jetzt was ans Herz legen. Ich bin richtig begeistert, dass es uns gelungen ist, Canto General am 15. September auf Kampnagel veranstalten zu lassen. Ich glaube, Sie wissen alle, wer Canto, also kennen das Stück alle, Canto General, Musik von Mikis Theodorakis, den kennen Sie eventuell auch. Texte von Pablo Neruda am 15. September auf Kampnagel, 18 Uhr. Gesang Julia Schilinski und Daniel Ochoa, Rezitation Rolf Becker. Es ist ein Konzertchor Singakademie Niedersachsen, Ensemble Canto General und Peine Percussion. Und der Dirigent ist mein Freund Klaus Ulrich Heinke. Und es ist ein Projekt der Singakademie Niedersachsen und des Ida-Ehre Kulturvereins. Und meine Frau ist so freundlich und verteilt Ihnen jetzt wunderbare Flyer. Und ich hoffe, dass wir uns am 15. September mindestens alle wiedersehen und vielleicht auch noch ein paar mehr. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.